Okay, es geht weiter. Also, ich hab den. Fickt euch. Also, ich habe ein bisschen trainiert. Und ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Also, ich habe mir schon was. Ich habe mir was schon gedacht. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. Also, ich bin nur diesen Weg hier durchgegangen. Ihr erinnert euch bestimmt an den vierten Part oder so. Hier war ein dicker Stein, wo man nicht durchkommen konnte. Jetzt können wir das. Ey, durch den. Ah, jetzt können wir auch dadurch. Okay. Jetzt holen wir uns auch diesen Stein. Also diese Truhe. Jetzt können wir ja diese Level 2 Steine da kaputt machen. So, jetzt haben wir die Truhe auch. Schlafknöchel. Das ist ein Item. Schlafknöchel. Schlafknöchel. Eine Kapsel? Ein Ausrüstungsding? Yep. Kann ja immer gebrauchen. Okay, das haben wir jetzt auch. Ach, stirbt ihr verdammten Wichser. Ihr seid alle vergiftet mit Virus, AIDS oder irgendwas anderem. Okay, das mit AIDS war etwas zu hart, aber ihr wisst, dass alles Scherz ist, was ich hier sage. Also nichts Ernst von mir. Alles, was ich sage, ist nur Kacke und den Gegner haben wir bis dann auch nicht in diesem Level gesehen. Aber den haben wir jetzt zum letzten Mal gesehen. Ich habe jetzt sowieso jetzt eine ganz lange Trainingssession vor. Aber erstmal mit Yamshu reden. Yamshu! Yamshu! Yamshu, Yamshu! Kuririn und Tenshinhan sind da! Nein, Krillin und Tenshinhan. Nicht Kuririn. Hä? Bald, ich muss gleich mit dir richtig lange trainieren. Wir haben schon schön, dich zu sehen. Ich könnte jetzt einfach wegdrücken die ganze Zeit, aber ich will, dass ihr auch das liest. Hey, wie geht's euch allen? Uns geht's gut. Wie läuft's bei dir? Du hast doch nicht das Training vernachlässigt, oder? Niemals! Natürlich nicht. Nicht seit mich Son Goku auf den letzten Kampfsportweltturnier so vorgeführt hat. Es passiert nicht. Das passiert mir nicht nochmal. Doch, später schon. Wie dem auch sei, was ist mit euch los, Leute? Wieso so ernst? Son Goku ist nicht mitgekommen? Also jedenfalls. Tja, es ist folgendermaßen. Son Goku ist tot und er wird wiederbelebt in einem Jahr und dann kommt die Saiyajin, da kämpfen wir gegen die. Also Son Goku ist eigentlich. Genau, er trainiert in diesem Moment, in diesem Augenblick im Jenseits. Deshalb werden wir von Gott persönlich trainiert. Kommst du mit uns? Pool hat wohl ein Problem damit. Oh, bist du traurig? Oh. Was glaubt ihr denn? Na klar doch. Gut, das wäre geklärt. Dann mal los. Wir können direkt zum Quittenturm gehen. Aber vielleicht sollten wir zuerst bei Muten Roshi vorbeischauen. Okay, Trainingssession. Ganz lange Trainingssession. Guckt euch sein Level an. Level 15, das geht einfach nicht mit ihm. Für die Sonne, okay, könnte er gebrochen. Feinde nehmen dich öfter als Ziel. Was bringt das mir, dass er. Okay. Okay, ich speichere mal kurz, dass ich das jetzt erledigt habe. Und ja. Im nächsten Part, also ich werde das an diesen Part hier raufsetzen, bin ich dann overlevelt. Also, bis gleich. Okay, es geht weiter. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Nein, ich will das nicht. Nein, ich will das nicht. Scheiße. Naja, egal, wir gehen mal hier hin. Also, nein, ich wollte das nicht. Ich bin krank und ich bin verwirrt. Also, was habe ich in der Zeit gemacht? Als erstes, hier bei Fünf Elemente Berg ist ja dieser Anin. Wenn ihr diesen Kochtopf hinter ihr berührt, also untersucht, kriegt ihr dann. Ach, kriegt ihr dann etwas Bestimmtes? Jetzt zeige ich euch gleich. Und bei dem Turnier hier unten, wenn ihr wisst ja, wo Son Goku zum ersten Mal da war und da drei Typen waren zum Kämpfen, da ist hier so ein alter Mann. Wenn ihr ihn anspricht, kriegt ihr auch eine bestimmte Sache. Und ja. Erstmal gehen wir zur westlichen Hauptstadt. Um euch kurz zu erklären, was ich bisher alles gemacht habe. Fähigkeiten, also wie ihr seht, Yamshu, Tenshinhan,
habe ich auf Level 32, 33, 33 gemacht. Fähigkeiten haben die sehr viele gelernt, also Geisterball zum Beispiel, aber das habe ich schon letzte Part bestimmt. Und zwei Spezialattacken, Wolfsanf, Neofaust, Supergeistball. Als nächstes wäre der Krillin, er hat Ketten, Destructor, Dislave, Salve und Streuenergiewellen und alles mögliche gelernt. Dann wäre da noch der gute Tenshinhan, er hat Dreifach Neostrahl und finale Sonnenfaust. Und hier habe ich auch ein paar Charaktere verstärkt und alles mögliche und ja. Ich habe die verstärkt. Und was ich jetzt sagen wollte, was man bei Anin und diesen komischen Typen, also alten Mann, bekommen kann. Also als erstes kriegt man himmlisches Licht von den alten Mann, glaube ich. Und von Anin kriegt man Kamehameha-Fieber. Das zeigt an, was für Z-Kombos wir machen können. Das habe ich schon ausprobiert, also das habe ich aus Versehen gemacht, als ich hier rumgelaufen bin. Das kann ich euch auch noch später zeigen, wenn ich die Gelegenheit habe. Und ja, das war es eigentlich alles. Und Karotten, ich habe schon 471 Karotten den Mann da abgegeben. Uns fehlt nicht mehr so viel, also was kann ich jetzt noch holen? Achso, ja, stimmt ja. Jetzt holen wir uns die ganzen ich bin krank und bin verwirrt. Die ganzen Schatzkisten, die wir da liegen gelassen haben. Soll ich das alles in diesem Part machen? Ja, ich mach's einfach hier in diesem Part. Könnt ihr auch sehen, wie stark ich dann geworden bin. Oh, was willst du denn? Rengeki und heftiger Angriff. Der Part wird dann extra länger sein, aber naja. Aber für euch wird das sowieso eine Sekunde oder nein, eine Minute vergangen sein. Nachdem ich den letzten Part, der irgendwie eine Minute gemacht habe, gesagt habe, dass ich jetzt trainieren werde. Und es war auch dringend nötig, weil, oha, ihr wisst nicht, wie lange das gedauert hat. Es hat echt lange gedauert. Und die Gegner sterben auch viel schneller, wie ihr seht. Also da, die Truhe. Ich habe schon die ganzen Kisten getötet. Felsen schon zerschneiden. Okay. Das hier wegmachen. Hier war ja eine irgendwas. Kettensturmring. Abwehrohrring. Okay, das haben wir jetzt geholt. Zu der anderen können wir noch nicht, weil wir noch... Okay. Ach komm, bleib nicht da irgendwo stecken. Okay, jetzt da durch. Bitte ohne Kampf. Danke. Nein, ich will nicht speichern. Jetzt runter. Jetzt schnell raus. Jetzt müsst ihr zum nächsten Berg, zum nächsten Ort, zum Berg Frappe. Da gab es ja auch noch ein paar Dinge, die ihr holen müssten. Ja, gut so. Kein Kampf. So gefällt es mir doch. Also als nächstes müssen wir Berg Frappe. Hier. Da gab es auch noch eine Reihe von Schatzkisten. Ah, das kriegt mich jetzt schon auf. Ah, warum gehe ich extra diesen Weg? Jetzt gehe ich so. Okay, das habe ich jetzt auch erledigt. Jetzt hoch mit uns. Kein Zufallskampf bisher. Gut, gut, gut. Könnt ihr die ganz schnell dann holen. Aber eigentlich wäre es gut mit Zufallskämpfen. In diesen 6 Minuten haben wir eigentlich nichts Ordentliches geschafft. Warte, da oben. Da ausweichen und besser ausweichen bei den Angriffen. Erholungsemblem. Zweischneidiges Siegel erlangt. Die ganzen Items gucken wir uns noch gleich an. Erst will ich mal die alle holen. Komm, Dankeschön, Mann, Dankeschön. Einfach jetzt runter und bitte keinen Zufallskampf, ich bitte dich. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Das Spiel ist heute dankbar. Also sehr freundlich zu mir, das ist sehr gut. Und einfach runter. Einfach in diesen Part dann machen muss. Okay, das haben wir jetzt auch. Jetzt so. War das hier? Knallwald? Oder war das dieser Ort hier? War der Knallwald? Achso, das ist das da. Okay, dann müssen wir Spinatwildnis. Mit der tollen Musik. Hier, die Schatztruhen. Kriegergeist und Aufhetzer. Okay, ich glaube, ich kann das noch in diesem Part noch schaffen. Also jetzt da hoch. Hier gab es auch noch zwei Schatztruhen. Ja, wusste ich da. Alle gleich hier Level up, das ist heftig. Hey, wie komme ich zu der Truhe denn? Hallo, wie komme ich zu der Truhe? Also Leute, die ganzen Kämpfe werden rausgeschnitten, aber das merkt ihr bestimmt schon selbst. Wie zu... Ach so, der schwarze Stein muss weg, da komme ich zu der Truhe. Oh.
Okay, so. Ach ja, wenn ich das nicht gesehen habe, wenn ich das nicht reingeschnitten habe, ich habe Tension an. Er ist jetzt auf Level 53, Endbohne, okay. Kampfsinn, okay. Ach, die Kämpfe rauszuschneiden ist das Beste, was man machen kann. Diese Hunde mit ihren Lollipops nerven meistens, aber richtig. Okay, da. Wartet mal. Okay, es geht weiter. Erstmal hier runter. Hier gab es ja einen Stein, der uns hier den Weg blockiert hat. Den öffnen wir mal. Also, Hängematte bekommen. Konfrontationsschiene. Okay. Ah, ich glaube, ich habe bald alle Karotten voll und dann können wir gleich zur westlichen Hauptstadt. Juhu. Warte mal, da gab es doch noch etwa. Oh, jetzt muss ich diese Gasmaske machen. So. Ich will mal echt wissen, wie viele Minuten, also wie viele Minuten dieses Video dann hat, wenn man die ganzen Kämpfe rausschneidet. Das ist echt heftig dann. Ach, willst du mich verarschen? Okay. Habe ich jetzt alles geholt, was man holen kann? Anscheinend schon, oder? Ah, vielleicht. Ach, zum Glück habt ihr mich nicht husten gehört. Also. Scheiße. Okay, jetzt müsst ihr schnell wieder raus hier. Weil wir ja alles schon geholt haben. Außer diese paar Dinger da und bei der anderen Inseln. Okay, so. Warte, war ich da drinnen? Achso, man kann nicht da rein. Okay. Ich dachte schon, man kann da rein. Juhu. Okay, komm, schnell. Kein Zufallskampf. Wieso muss ich das immer auf die harte Weise erleben? Wenn ich sage, kein Zufallskampf, kommt einer. Immer so. Habe ich schon 143 Spielstunden hier verbracht, oder was heißt das? Okay. Jetzt gehen wir zur westlichen Hauptstadt zuletzt noch und dann beende ich den Part auch. Ich hoffe, dieser Part hat schon 15 Minuten oder mindestens 15. Ja, ich hab die. Warte mal. Ja, ich hab das. Ich habe die Voraussetzung, ich habe 500 Karotten ihm gegeben. Wenn ich jetzt das gleich alles abgebe, habe ich dann das. Da fehlt mir dann nur 500 noch und danach kriege ich das super Item, was man echt gut gebrauchen kann im Spiel. Okay, komm. Ich hoffe, das Video hört sich normal an, wenn ich die Kämpfe rausschneide. Nicht, dass ich mittendrin irgendwie dann rausgeschnitten habe und alles. Das hat mir insgesamt 505 Karotten gegeben. Boah, 500. 500 Karotten. Du hast mir 500 Stück gegeben. Ich bin sprachlos. Nimm das hier, okay? Als Zeichen meines Dankens. Sandy Roche. Aber darf ich um 1000 Karotten bitten? Ist das zu viel verlangt? Wenn du mir besorgst, gebe ich dir den Schlüssel zu einem bestimmten Ort. Einem Ort, an dem ein legendäres Objekt liegt, um gefunden zu werden. Bist du neugierig geworden? Karotten, oh, ja. Also, dieses Objekt kriegen wir dann. Aber das sehen wir im nächsten Part und erkläre ich euch, was genau das ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.